Ich wünsche dir ein wunderschönes Weihnachtsfest und ganz viel Gesundheit, ganz viel Glückseligkeit, ganz viel Liebe. Und was ich mir von dir wünsche, wäre ein Like, ein Abo oder natürlich auch ein Kommentar. Ja, lass die besinnliche Zeit auch besinnlich bleiben und wir legen gleich los. Es geht los mit dem mystischen Schamanen. Der mystische Schamane ist ein kleiner Träumer. Der zeigt dir auf, dass einfach in dir alles entspringt, ja? Es ist nicht nur dein Sein, es ist auch deine Sicherheit. Und heute, wie es aussieht zum Fest der Liebe, es könnte nicht besser sein, ist auch die Liebesfrequenz enorm hoch. Man merkt, dass du bereit bist, der Liebe auch die Hand zu reichen. Der mystische Schamane hilft dir auch dabei, denn er zeigt dir, wie du deinen Träumen näher kommst, wie du deine Träume zur Wahrheit werden lassen kannst und wie du dabei auch dir selbst die Sicherheit des Schicksals wiedergeben kannst. Das ist schön, weil wir sehen heute die schicksalhafte Liebe in der Sicherheit. Seelenpartner also ganz, ganz hoch im Kurs und auch die Festigung dazu. Ja, man geht hier so sehr enorm ins Vertrauen und auch in die Glückseligkeit. Ja, dann hoffen wir, dass es nicht nur heute am Heiligabend so ist, sondern dass die Liebe einfach auch dabei bleibt, ja. Aber es ist die Veränderung in die Positivität in deinem Liebesleben. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, weil das war eine lange Reise. Es war auch eine lange Stagnation da. Aber heute öffnet sich hier eine riesen Herzenskraft. Und die geht mit dir natürlich in Resonanz. Und du ziehst daraus die Sicherheit, die dir bisher immer gefehlt hat. Sehr, sehr schön. Und da haben wir auch die Anziehungskraft dabei. Du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt. Und das ist eben etwas, was dir lange nicht gestattet war. Dieses Genießen, dieses oder vielleicht auch Erkennen, was du genießen kannst, dass du überhaupt weißt, was hatte ich denn bisher? Was war mir denn gegeben? Vielleicht hast du diese ganze Fülle gar nicht gesehen oder du konntest sie aufgrund des Außens nicht wahrnehmen, weil das Außen ja die ganze Zeit nur in der Hektik war. Heute gehst du aber vollkommen nur mit dir überein und erkennst somit, dass deine Kräfte auch mal bei dir bleiben müssen und ziehst natürlich somit auch deine Wünsche und Träume viel besser zu dir ins Leben und dein Resonanzfeld baut sich so stark auf, dass die Resonanz eben sehr, sehr schnell reflektiert und dir aufzeigt, was dich glücklich macht und vor allem wer heute. Ja, da haben wir noch den Sammler dabei und der Sammler ist genau dafür da, für das, was wir gerade schon gesagt hatten, nämlich, was habe ich denn überhaupt schon? Vielleicht bist du heute mal ein bisschen am Überlegen, gerade auch wenn es am Abend vielleicht das ein oder andere Geschenk gibt, was besitze ich denn eigentlich schon? Gerade auch in der Liebe, was wird mir denn gegeben? Ich wünsche mir Beständigkeit. War es in letzter Zeit beständig und ich wollte einfach mehr? Oder merkst du, na, ich habe mir vieles schön geredet, dafür kommt jetzt die positive Resonanz. Was habe ich eigentlich? Genau darum geht's, dass du aufbaust aus dem, was dir bereits schon gegeben ist. Denn dein Stand jetzt gerade, dieses festgefahrene Verhaltensmuster, öffnet sich heute und bringt dadurch die Veränderung. Es bringt dadurch auch die Öffnung einer karmischen Last, die natürlich von deiner positiven Energie heute auch wirklich von dannen gehen wird, aber sie zeigt dir eben auch auf, was dein Herz braucht. Weil dein Herz jetzt genau weiß, was es nicht braucht. Und wenn du dir gewiss bist, was du nicht brauchst, dann weißt du viel intensiver, was du brauchst. Es klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber du wirst es spüren. Es ist ein Einklang deiner Harmonie und genau das wünscht man sich doch von Herzen. Bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Positives Denken und Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen. Dieses Glück in der Liebe hatten wir auch gerade eben schon gesagt. Dadurch, dass du jetzt die ganze Zeit im Vertrauen warst oder vielleicht auch im Zweifel, aber irgendwo optimistisch, weil sonst wärst du ja gar nicht am Ball geblieben. Das wird heute belohnt. Und genau diese Belohnung ist dieses Genießen, dieses Annehmen, dieses Anziehen. Ja, dieses Erkennen, dass es alles schon da war, bloß einfach nicht greifbar. Und dieses nicht greifbare ist eben dieses Karmische gewesen, was sich heute aber löst. Und dadurch entwickelt sich die große Energie der wahren Liebe, die dein Leben heute total erfüllen wird. Und einfach das größte Geschenk und die größte Sicherheit in deinem Leben
ja, dir bieten wird. Sehr, sehr schön. Wir haben noch den Rat mit dabei. Der Rat sagt dir natürlich, jetzt handle und denk nicht mehr nach. Du kannst tun, du hast alles und es ist so schön aufbauend heute. Du musst für dich einstehen. Denn in deinem Herzen weißt nur du, was du willst. Und somit kommt genau das jetzt in deinen Seelenweg, was du daraus heute machst, aus dieser Energie. Sei also offen und nicht zu festgefahren. Aber handle klar für dich, aber in der Harmonie. Und wenn du dafür energetische Unterstützung brauchst, kannst du noch für kurze Zeit 30% bei uns im Shop bekommen. Hier findest du alles. Frohe Weihnachten, wir sehen uns.